Da war ich etwas erstaunt, wie weit er doch geht zu dem, was auch im Christlichen für wahr gehalten wird. Mit eigenem oder auch fremden Leiden umgehen zu müssen, möglichst sinnvoll, diese Aufgabe stellt sich ja jedem Menschen irgendwann. Das merken wir jetzt zur Zeit weltpolitisch vielleicht noch etwas deutlicher als noch vor ein paar Jahren. Aber abgesehen von vielem Bedrückenden, was uns medial entgegenkommt, haben wir alle was in unserem Leben, an dem wir leiden, und wir alle versuchen, auf die beste mögliche Weise damit umzugehen. Viktor Frankl und Edith Stein nun haben sich je auf ihre Weise in ihren Leben und Werken damit befasst, genau darauf eine existenzielle Antwort zu geben. Wir werden in dem Vortrag einen kleinen Einblick in Viktor Frankls Logotherapie und der Möglichkeit des aufrechten Leidens als sinnvoll gestaltetes Leben geben und bei Edith Stein sehen, wie ein angenommenes Leiden aus Liebe um Christi und des nächsten Willen fruchtbar werden kann. Ich kann, wie schon gesagt, natürlich nur ein paar Aspekte rausgreifen in diesem Rahmen, weil ja sowohl das Thema Leid als auch die beiden Persönlichkeiten sehr tief und umfassend sind. Aber wir können in der anschließenden Diskussion das eine oder andere vertiefen. Warum sind nun besonders diese beiden Personen durch ihr Leben für die Frage glaubwürdig und wert, ihnen zuzuhören? Ich selber beschäftige mich mit ihnen mit der Frage nach einer Proexistenz, also einem Fürsein im Leiden. Und bei meiner Arbeit an meiner Dissertation dachte ich anfänglich, sie sind beide sehr interessante Menschen, aber eigentlich gibt es vielleicht nicht viele Berührungspunkte. Es gibt keine Publikation, die beide erwähnt. Es gibt nicht vieles, was auf den ersten Blick sie zusammenbringen würde. Ich bin aber mehr und mehr drauf gestoßen und habe mich natürlich sehr darüber gefreut, zu entdecken, wie viele gemeinsame Quellen und Überzeugungen beide haben. Und es ist hauptsächlich die Prägung durch die Phänomenologie in ihrer Anthropologie. Und hier würde ich vor allem Max Scheler nennen, von dem Frankl sehr viel übernimmt. Frankl ist in seiner ganzen Anthropologie und später in seiner Logotherapie, wie er selber auch sagt, ganz stark von Max Scheler geprägt, der ja auch ein Kollege Edith Steins war, mit dem sie einen intensiven Austausch hatte. Edith Stein beschreibt ihn als den Menschen, an den ihr zum ersten Mal aufging, dass jemand intelligent und katholisch sein könnte. Frankl übernimmt, ja, es war, glaube ich, damals wirklich eine ganz neue Entdeckung für ihn. Also Scheler hat einen großen Einfluss auf ihre Konversation auch gehabt. Und Frankl übernimmt die wesentlichen Grundzüge, vor allem die Wertbezogenheit des Menschen, die Intentionalität und die Personenlehre mit der Betonung des Geistes. Wir werden es nachher noch ein bisschen genauer sehen, was es bedeutet. Beide, Stein und Frankl, waren in gewissem Sinn existenzielle Denker. Damit meine ich, dass sie die eigenen und fremden Nöte, die ihnen persönlich begegnet sind, auch in dieser natürlich sehr dunklen Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus, die das jeweils zum Anlass genommen haben, sie philosophisch zu reflektieren und auch praktisch anzugehen. Wir haben von beiden sehr viele schriftliche Zeugnisse, sehr viele Hinterlassenschaften. Das macht sie natürlich auch für uns besonders attraktiv, ihnen jetzt nachzuspüren. Eine dritte Gemeinsamkeit, sie waren ja beide bekanntlich jüdischer Herkunft, hat sie auch beide ihr Leben lang geprägt. Edith Stein legte ihren jüdischen Glauben in der Jugend ab, war sich ihrer Herkunft aber immer stolz bewusst. Viktor Frankl blieb seinem Glauben Zeit seines Lebens treu, allerdings nicht als orthodox lebender Jude. Beide kamen aufgrund ihrer jüdischen Abstammung in Konzentrationslager. Edith Stein wurde dort 1942 vergast. Viktor Frankl selbst überlebte zwar vier verschiedene Lager und wurde 1945 ja auch von den Alliierten befreit, verlor aber bis auf eine Schwester alle Familienmitglieder sowie viele Freunde und Kollegen und nicht zuletzt seine geliebte Frau Tilly. Schon in der Vor- und Anfangszeit des Zweiten Weltkriegs nahmen beide, wie viele andere ihrer Zeitgenossen auch, das zunehmende Unheil und Leid deutlich wahr. Sie kannten einander wohl nicht, zumindest habe ich
in keinem Archiv und nirgends irgendwas gefunden, dass sie einander begegnet wären. Ich habe mich auch gewundert, dass Viktor Frankl, der ja erst 1997 gestorben ist, auch nie auf sie rekurriert hat, obwohl er viele ihrer philosophischen Zeitgenossen sehr wohl persönlich kannte und auch aufgenommen hat und auch in katholische Kreise sehr, sehr viele Verbindungen hatte. Jedenfalls scheint es mir, es gibt viele Gemeinsamkeiten, wohl keine persönlichen. So viel in Kürze zum biografischen Grund der Befragung dieser beiden. Und sie sind einfach beide aufgrund ihrer Lebensgeschichte sehr glaubwürdig. Sie sind beide relativ prominent. Ja, so viel zu dem Kontext, warum ich sie beide auch heute vorstellen möchte. In einem nächsten Schritt möchte ich nun auf die Leidensthematik und einen möglichen Sinn bei Viktor Frankl näher eingehen. Danach schauen wir auf Edith Stein. Für Frankl war das Thema des Leidens ganz zentral. Es ist nicht nur aufgrund seiner besonders furchtbaren Erlebnisse, sieht er trotzdem in jedem menschlichen Leben das Leiden als eine unvermeidliche Komponente des Daseins. Den Menschen selbst bezeichnet er manchmal als Homo patiens, also den leidenden Menschen. Und er argumentiert, dass Menschen, die einen tieferen Sinn im Leben finden, besser in der Lage sind, mit ihrem Leiden umzugehen oder es sogar zu etwas Wertvollem zu machen, es zu transzendieren. Das werden wir auch nachher noch sehen. Um zu verstehen, wie das gelingen kann, möchte ich zuerst noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, dass der Mensch für Frankl, wir sind jetzt beim Menschenbild, bei seiner Anthropologie, drei Dimensionen hat: Leib, Seele und Geist. Das klingt wahrscheinlich für Sie selbstverständlich und ist eine sehr theologische Anthropologie. Es war aber überhaupt nicht selbstverständlich. In den 20er, 30er Jahren in der Wiener Psychotherapie war Sigmund Freud natürlich der große Pionier, der zum ersten Mal ja auch als Arzt und Mediziner die Seele thematisiert hat. Die Geistdimension finden wir bei Freud nicht. Und es war ja auch das bleibend große Verdienst Viktor Frankls, die Geistdimension des Menschen in seine Anthropologie und deswegen auch in die Behandlung von seelischen Nöten oder Krankheiten einzubeziehen. Leib und Seele bilden nach Viktor Frankl einen Parallelismus. Sie kennen alle die Lehre der Psychosomatik, dass Körperliches auf Seelisches wirkt und umgekehrt und dass sich Probleme auf der einen Ebene auch auf der anderen ausdrücken. Er sieht hier einen Parallelismus und sagt, wenn es dem Körper gut geht, geht es der Seele auch gut. Wenn es der Seele schlecht geht, drückt sich das auch in körperlichen Leiden aus. Die gehen quasi immer in eine ähnliche Richtung. Und im Gegensatz zu diesem physiopsychischen Parallelismus steht für Frankl nun die geistige Dimension des Menschen in einem Antagonismus. Am bekanntesten ist vielleicht seine Rede von der Trotzmacht des Geistes. Also der Geist, also wir haben Körper und Seele in einer gewissen Einheit. Und da kommt jetzt eben die dritte Dimension, die Geistdimension rein, die auch einem leib-seelischen Parallelismus trotzen kann. Und zwar durch einen freien Willen, also mit einer Fähigkeit auch zum entschiedenen Nein zu jedweder Situation, seien das innere Befindlichkeiten oder äußere. Vielleicht muss ich kurz noch dazu erwähnen, dass die Geistdimension im Menschen auch der Ort quasi ist, wofür Viktor Frankl der Personenkern ist. Das ist auch sehr ähnlich zu Edith Steins Anthropologie. Die Personenebene, die Persönlichkeit des Menschen hat hauptsächlich die Geistdimension und nicht die Psyche. Kommen wir noch mal kurz zum Nein sagen, auch zu einer eigenen Befindlichkeit des Menschen, also dem leiblichen oder seelischen Zustand. Da gibt es das ganze ganz berühmte Wort von ihm und er sagt, ich muss mir nicht alles von mir selber gefallen lassen. So, man kann also seine Einstellung oder Haltung auch zu schwierigen inneren Befindlichkeiten wählen, nicht allerdings die Befindlichkeit selbst. Manche von Ihnen hören hier vielleicht auch schon den Einfluss Schelers aus, der zwischen zuständlichen und intentionalen Gefühlen unterscheidet.
Durch die Trotzmacht kann sich der Mensch auch noch von seiner Befindlichkeit distanzieren und eine entschiedene Haltung einnehmen. Wir sehen hier die große und wesentliche Rolle, die Frankl dem Willen des Menschen und seiner Entscheidungsfähigkeit zuschreibt. Er hat deswegen auch öfter den Vorwurf gehört oder ertragen müssen, dass der Mensch für ihn hauptsächlich Wille sei, dass es ja sehr viel an der eigenen Entscheidung liegen würde. Theologisch könnte man ihm vielleicht einen Pelagianismus-Vorwurf machen. Er hat sich immer gewehrt und er hat es gut eingebettet. Ich sage das nur, um zu sehen, dass er wirklich dem Menschen ganz viel Verantwortung, ein anderes wichtiges Schlagwort für ihn, gibt, sich immer zu seinen Umständen zu verhalten. Das gilt jetzt natürlich auch für die äußeren Umstände, seien es genetische, soziale oder schicksalhafte. Ein Zitat: Es behält auch dem sozialen Schicksal gegenüber der Mensch ebenso einen Spielraum freier Entscheidungsmöglichkeit wie seinem biologischen oder seinem psychologischen Schicksal gegenüber. Also er bezieht ja natürlich als Psychiater ganz bewusst psychische Krankheiten, die einen so sehr einschränken, dass man kaum mehr eine freie Entscheidung wahrnehmen kann, mit ein und hält ganz fest an dieser inneren freien Dimension des Geistes. Einschränken muss man sagen, dieser Spielraum, wie er ihn hier nennt, ist jetzt keine völlige Freiheit gegenüber den Umständen oder wie bei manchen Existenzialisten oder auch heutigen Menschenbildern mit einem sehr extremen, einer sehr extremen Möglichkeit des völlig freien Selbstentwurfs. Das meint er keineswegs. Er weiß natürlich als Psychiater und Arzt um die nicht zu ändernden Vorgegebenheiten. Aber genau mit diesen kann ich nochmal umgehen. Um das jetzt ein bisschen konkreter zu machen, ein persönliches Zeugnis aus seiner schon 1946, also ein Jahr nach seiner Befreiung geschriebenen Autobiografie, trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Zitat: Das Lagerleben hat uns gezeigt, dass der Mensch sehr wohl auch anders kann. Es gäbe Beispiele genug, oft heroische, welche bewiesen haben, dass man etwa die Apathie eben überwinden und die Gereiztheit eben unterdrücken kann. Dass also ein Rest von geistiger Freiheit, von freier Einstellung des Ich zur Umwelt, auch noch in dieser scheinbar absoluten Zwangslage, äußeren wie inneren, fortbesteht. Wer von denen, die das Konzentrationslager erlebt haben, wüsste nicht, von jenen Menschengestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze oder durch die Baracken des Lagers gewandelt sind. Hier ein gutes Wort, dort den letzten Bissen Brot spendend. Und mögen es auch nur wenige gewesen sein. Sie haben die Beweiskraft dafür, dass man dem Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so. Ich finde es einen ganz intensiven Text. Der Mensch ist immer das Wesen, das auch anders kann. Und nochmal, wir müssen das auch hören auf der Folie, wogegen er sich ein bisschen richtet. Das ist ganz stark Freuds Theorie der Getriebenheit des Menschen, der Mensch als Triebwesen. Und dem stellt Frankl hier auch mit seiner Erfahrung entgegen. Der Mensch ist nicht nur getriebener, sondern er ist auch gezogener, und zwar von einem positiven, guten Wert. Der Mensch kann anders. Er ist nicht genötigt, so zu handeln, wie er handelt. Vielleicht noch ein kleiner Einschub, weil Frankl selbst es oft gefragt wurde. Wenn er jetzt 1946 die Konzentrationslager überlebt und fast alles verloren hat, ist seine Autorität in Sachen Leiden ganz unbestritten. Und viele seiner Schüler haben ihn öfter gefragt, wie können denn wir, die wir nicht im Konzentrationslager waren, irgendetwas über das Leiden sagen? Und da fand ich es schön, dass Frankl immer geantwortet hat, Leid ist nicht quantifizierbar. Es gibt Leid ist was so Persönliches und etwas, was einen Menschen ganz ausfüllt. Natürlich ist Auschwitz noch mal eine ganz eigene Dimension von furchtbarem Leiden. Aber er hat immer gesagt, jeder hat sein eigenes Auschwitz. Wenn man an etwas leidet, dann ist es immer das Gleiche, mit dem man umgehen muss, wodurch auch immer das jetzt ausgelöst war.
Und ich dachte mir so, ja, aber es gilt ja auch, oder man nimmt es oft wahr oder kennt es von sich selber, Leid egozentriert erstmal. Denken Sie daran, wenn Sie Kopfschmerzen haben oder Zahnschmerzen oder Rückenschmerzen, egal. Sie haben einen konkreten Schmerz und man ist so damit beschäftigt und so darauf fokussiert, eigentlich egozentriert leiden erstmal. Und dazu steht aber Frankls Bemerkung nicht im Gegensatz. Dieses anders können ist genau diese entschiedene Überschreitung von dem, was das Leiden zuerst mal tut. Das Leiden ist ein Nicht-Sein-Sollendes. Es ist etwas Furchtbares, es ist etwas, was sich niemand wünscht und es ist etwas, was mich erstmal auf mich selber zurückwirft. Aber genau das, es so ist, macht eigentlich die Größe aus von seinem Zitat, dass er sagt, es gibt immer ein Anderssein-Können. Es gibt ein So oder So. Es gibt ein Überwinden der Müdigkeit, der Gereiztheit, der eigenen Befindlichkeit. Das ist keine Frage, sehr anstrengend. Und weil wir auch Edith Stein ja hier zum Thema haben, ist mir eingefallen bei seiner Beschreibung über die, die ihren letzten Bissen Brot geteilt haben, die trotzdem noch ein liebevolles Wort gehabt hatten, sind mir die Augenzeugenberichte eingefallen, die Edith Stein in ihren letzten Tagen in Auschwitz noch erlebt haben, die genau das auch von ihr berichten, dass sie sich liebevoll um Kinder gekümmert hat, deren Mütter einfach vor lauter Schmerz nicht mehr konnten, dass sie wirklich eine solche Gestalt war, die Viktor Frankl hier auch beschreibt. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Theorie rein, zu der konkreten Frage, wie ein sinnvoller Umgang mit Leiden gelingen kann. Auch wer Viktor Frankl nur ganz peripher kennt, weiß, dass das Thema des unbedingten Sinns zu seinem Lebensthema wurde. Und für Viktor Frankl ist Sinnfindung gleichbedeutend damit, einen Wert zu verwirklichen. Also philosophisch gesprochen, eine Möglichkeit in eine Wirklichkeit zu verwandeln und sie damit ins Sein zu setzen. Übrigens, sie damit auch für immer ins Sein gesetzt zu haben oder in die Vergangenheit gerettet zu haben. Sie hören vielleicht auch hier wieder einen starken Einfluss Max Schelers heraus. Dieser Wert, den es zu verwirklichen gilt, kann nun drei Kategorien haben nach Viktor Frankl. Das kann zum einen ein Schaffenswert sein. Das ist vielleicht der einfachste zum Vorstellen, wenn ich eine Hütte baue, ein Haus baue und etwas schaffe oder andere Arbeiten tue, dann ist etwas da, was vorher nicht da war. Und das ist der einsichtigste Wert für die meisten. Dann gibt es die zweite Kategorie, und zwar sind es die Erlebniswerte. Darunter rechnet er zum Beispiel das Genießen von schöner Natur bei einem Spaziergang, das Genießen von einem guten Buch, einem schönen Konzert, ein Erleben, oder er rechnet hier auch das Lieben mit rein. Ich persönlich fand diese Kategorie von Sinnverwirklichung immer sehr großzügig, weil normalerweise oder oft denkt man, naja, ich muss etwas leisten oder ich muss irgendwas machen. Nein, es gehört auch ein Erleben und Genießen dazu, um einen wirklichen Sinn zum Beispiel von Schönheit zu verwirklichen. Und die dritte Kategorie ist jetzt die, die uns heute beschäftigt, ein Leidenswert. Und über diesen Leidenswert sagt Viktor Frankl, bei diesem handelt es sich nicht bloß um irgendeine Möglichkeit, sondern um die Möglichkeit, den höchsten Wert zu verwirklichen, um die Gelegenheit, den tiefsten Sinn zu erfüllen. Das Wie des Tragens notwendigen Leidens birgt möglichen Sinn. Noch ein kleiner Exkurs. Er spricht hier übrigens nie vom Sinn des Leidens, was zum Beispiel eine Theodizee-Frage wäre. Warum lässt Gott das Leid zu? Wie kann es Leid geben? Da wendet er sich dezidiert gegen die Frage und sagt, das ist nicht an uns zu beantworten. Er sagt auch, das ist nicht zu beantworten von Menschen. Er fragt nach dem ganz konkreten Sinn im Leiden, das ich erfahre, nicht nach dem großen Sinn, warum überhaupt leiden, sondern er bricht es, was ja auch klar ist, weil er eben Therapeut ist, runter auf die Frage nach dem Umgang mit dem Leiden, das ich schon habe in meinem Leben. Und auch das kann ich aufgrund der Zeit natürlich nicht jetzt umfassend darstellen. Ich möchte aber drei Punkte nennen, woran nach Frankl ein Sinn gefunden werden kann im Leiden oder worin er bestehen kann.
Das ist zum Ersten, kann ein Sinn des Leidens im Wachsen oder Reifen liegen. Zitat: Im Erfüllen von Sinn verwirklicht der Mensch sich selbst. Erfüllen wir nun den Sinn von Leiden, so verwirklichen wir das Menschlichste im Menschen. Wir reifen, wir wachsen über uns selbst hinaus. Das Leiden hat einen Sinn, wenn du selbst ein anderer wirst. Das sagt der, meine ich, hier an der Stelle zum Beispiel auch bei der Frage von dem Leiden an eigener Schuld, was nochmal ein schwieriger Komplex ist, aber wenn man an etwas schuldig geworden ist, was man nicht wieder gut machen kann, sagt er auch hier, ja, es ist nicht mehr wieder gut zu machen, aber du kannst noch einen Sinn darin finden, wenn du selbst ein anderer wirst, wenn du daran wächst, daran reifst, dein Verhalten in Zukunft änderst. Das werde ich hier nicht weiter vertiefen können, aber das ist der Kontext davon. Zweitens hat das Leiden nach Viktor Frankl auch einen immanenten Sinn. Er sagt, Zitat, die Auseinandersetzung mit dem schicksalhaft Gegebenen ist letzte Aufgabe und eigentliches Anliegen des Leidens. Solange wir unter einem nicht sein sollenden Zustand noch leiden, ebenso lange stehen wir in der Spannung zwischen dem faktischen Sein einerseits und dem sein sollenden andererseits. Hier wendet er sich auch wieder in der Psychotherapie gegen das Prinzip der Homöostase. Müssen Sie sich nicht merken, aber da geht es um einen Spannungsausgleich und eine Entspannung. Und Viktor Frankl stellt dem entgegen, nein, wirklich existenzielles Leben braucht eine gewisse Spannung, die man auch nicht auflösen sollte. Und zwar eben genau die Spannung nochmal zwischen dem faktischen Sein, wie ist meine Wirklichkeit und wie sollte es eigentlich sein. Diese Spannung, die wir da empfinden und an der wir auch leiden, schafft einen Zug und eine Kraft im Menschen. Für die Existenzanalyse, die Frankl ja erfunden hat, Zitat, erweist sich der Sinn des Leidens, erweist sich das Leiden als sinnvoll zum Leben gehörig. Um dieser Wahrheit willen haben wir den Patienten, sagt Frankl, aus seinem metaphysischen Leichtsinn aufzuscheuchen. Das ist auch ein Wort, das er von Max Scheler und aus der Phänomenologie genommen hat. Man muss den Patienten aus einem metaphysischen Leichtsinn aufscheuchen, auch wenn es eventuell zu einer erhöhten Spannung kommt. Das Ziel ist nämlich, und auch das Ziel der ganzen Logotherapie, den Menschen leidensfähig zu machen. Also ich finde, das sind schon sehr starke und deutliche Ausdrücke. Und er sagt auch als Arzt, Schmerzfreiheit um jeden Preis ist keine Maxime ärztlichen Handelns und, so darf man erweitern, auch keine Maxime des Lebens allgemein. Ein drittes, es ist auch schon das Ertragen von Leiden und das Annehmen als nicht zu änderndes, eine heroische Leistung für Viktor Frankl. Was bedeutet das? Nochmal einen Schritt zurück. Wenn man ein Leiden annehmen soll, muss man es zunächst intendieren. Nach Frankl hört nur das intendierte Leiden auf, Leiden zu sein. Und es wird jetzt im folgenden Zitat ein bisschen klarer, was er meint damit. Allein um das Leiden intendieren zu können, muss ich es transzendieren. Mit anderen Worten, ich kann das Leiden nur intendieren. Ich kann nur dann sinnvoll leiden, wenn ich um eines Etwas, eines jemanden willen leide. Sodass das Leiden, wenn es sinnvoll sein soll, nicht Selbstzweck sein darf. Augenblicklich, wenn ich das Leiden selbst intendiere als Leiden, augenblicklich würde dann alle Leidensbereitschaft, alle Opferbereitschaft in Masochismus umschlagen, die Lust am Leiden. Sinnvolles Leiden dagegen ist ein Leiden um Willen. Indem wir es akzeptieren, intendieren wir es nicht nur, sondern intendieren wir durch das Leiden hindurch etwas, das mit ihm nicht identisch ist. Wir transzendieren das Leiden. Sinnvolles Leiden weist allemal über sich selbst hinaus. Sinnvolles Leiden verweist auf ein Umwillen dessen wir leiden. Mit einem Wort, sinnvolles Leiden, kat exochen, ist das Opfer. Das schreibt er in seinen metaphysischen Vorlesungen für seine Medizinstudenten, der leidende Mensch.
er sagt es als Mediziner und Arzt und er bleibt auch immer in seiner Disziplin. Wenn er jetzt aber hier vom Opfer schreibt, vielleicht noch eine Geschichte von ihm, die er eigentlich nur in seinen Briefen an einen Freund, ich meine schon 1945, 46, geschrieben hat, was für ihn selber, für ihn als Mensch aus seinem jüdischen Glauben raus das Opfer bedeutet. Und zwar erzählt er oder schreibt er da in dem Brief, dass er, als er ins Konzentrationslager kam, kam ja auch seine Frau und seine Mutter mit oder ins andere Lager, aber die wurden auch, waren auch im Lager. Und er schreibt oder er beschreibt, dass er sein Leiden, das er bis zu seinem Tod noch erleben müsste, dass er das dafür aufopfert. Also er hat ganz bewusst gesagt, ich habe Gott angetragen, also im Gebet, er hat Gott aufgeopfert, sein eigenes Leiden dafür, dass seine Mutter bis zu ihrem Tod weniger oder am besten nicht leiden müsste. Und er hat seinen eigenen Tod Gott angeboten für das Leben seiner Frau Tilly. Wir wissen jetzt im Nachhinein, beides wurde ihm so nicht erfüllt, was auch ein großer Schmerz und ein Kampf für ihn war. Der Punkt ist hier, wenn er von Opfer schreibt, hat es immer eine sehr existenzielle Bedeutung für ihn selber, weil das quasi das war, was er von Gott erbeten hatte. Ein konkretes Beispiel, was er auch immer gerne erzählt hat zum Thema noch Leiden aufopfern. Er bringt das Beispiel eines Mannes, der nach dem Tod seiner Frau jahrelang noch immer trauert und sich wünscht, dieses Leiden hätte einen Sinn. Auf die Frage hin, ob er lieber vor seiner Frau gestorben wäre, um nicht leiden zu müssen, erwiderte er spontan, dass er das nicht wolle. Durch diese, Frankl nennt es kopernikanische Wendung des Blicks darauf hin, dass nun ja seine Frau nicht leiden muss, sondern stattdessen lieber er selber, hat sein Leiden plötzlich einen Sinn bekommen. Nämlich dem, dass er, weil er länger lebt, lieber möchte er leiden, als dass seine Frau hätte leiden müssen. Und durch diese Frage von Frankl hat er plötzlich den Blick darauf bekommen, zu sagen, ja, das so ist eigentlich, wie ich es möchte, lieber als dass meine Frau jetzt leiden müsste. Die Sinngebung und die Sinnbegabung, die das Leiden vom Opfer erfährt, geht so weit, dass sie das ganze Leben mit sich in sich einbegreifen kann, schreibt Viktor Frankl. Mit diesen paar Beispielen wollte ich zeigen, dass es nach ihm wirklich kein Leiden gibt, den nicht noch ein Sinn abgerungen werden kann, sei es durch innere Wandlung, sei es durch eine vertiefte Weise zu leben, wie er es nennt, also gegen den metaphysischen Leichtsinn. Immer aber gilt es, das Leid, das nicht abgewendet werden kann, anzunehmen und durch das Leid etwas anderes zu intendieren, etwas Größeres, um dessen Willen man dieses Leid ertragen kann. Dieses, wodurch man es ertragen kann, ist bei Frankl die Hingabe. Er sagt, ein ganz wesentlicher Begriff, das kann entweder der Dienst an einer Sache sein oder die Hingabe an eine geliebte Person oder aber auch der Dienst an Gott. Wo etwas gefunden werden kann, das größer ist als der eigene Schmerz, um dessen Willen man das Leiden ertragen kann, wird das Leiden mit Sinn begabt und der Mensch wird auch leidensfähiger. Oder dieses ganz klassische Diktum, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ein letzter Schritt noch, und damit möchte ich erstmal mit Viktor Frankl schließen, ist der letzte Sinn, der Übersinn, wie er es nennt. Der Übersinn des Ganzen bleibt für den Menschen ein Geheimnis. Frankl selbst aber ist ganz fest von der Existenz eines Übersinnes, wie übrigens auch der Existenz Gottes, überzeugt. Da wir aber diesen Übersinn von allem nach Frankl nicht erkennen können, bleibt es die Aufgabe des Menschen, in seinem Leid den einmaligen und einzigartigen Sinn zu verwirklichen, der ihm aufgegeben ist, und das Leiden somit in eine Leistung zu verwandeln. Frankl, erstmal Ende. Nun kommen wir zu Edith Stein. Sie alle kennen sie gut. Ich möchte trotzdem kurz ein paar biografische Daten zur Erinnerung nennen, die mit unserem Thema des Leidens eng verbunden sind, weil, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, ist bei ihr ihr Leben von ihrem Werk nicht zu trennen ist und deswegen auch ein biografischer Durchgang durch ihr Leben, neben dem, dass sie natürlich jetzt heute eine Heilige ist.
sehr wertvoll ist. Da war zunächst der frühe Verlust des Vaters im Alter von 2 Jahren, 1893, 1891 geboren. Später, als sie schon im Studium ist, also ich springe hier ein bisschen, es ist kein ganzer Lebenslauf, es sind nur ein paar Punkte, die ich hervorheben möchte. 1915, ein Jahr nach Kriegsausbruch, bei dem die meisten ihrer männlichen Studienkollegen natürlich eingezogen wurden, war für sie auch klar, obwohl sie gerade mitten in ihrer Dissertation war, dass sie sich zum Lazarettdienst bereitstellt. Sie wurde dann auch ins Lazarett im Osten eingesetzt. Und sie schreibt dazu nur, natürlich stellte ich mich bedingungslos zur Verfügung. Schon ein Jahr später, 1917, beschreibt sie ihre, also im Nachhinein beschreibt sie es, aber beschreibt sie ihre erste Begegnung mit Christus. Sie war da schon nicht mehr jüdisch. Sie nennt es ihre atheistische Phase. Und sie schreibt, es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Male die aus dem Erlöserleiden Christi geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach, das Judentum verblasste und das Christentum aufstrahlte. Christus im Geheimnis des Kreuzes. Das schreibt sie in der Situation, als sie ihre Freundin Anne Reinach besucht, deren Mann Adolf Reinach, ein guter Freund von Edith Stein, kurz vorher im Krieg gefallen war. Sie hat erwartet, eine komplett gebrochene Witwe zu finden und hat aber einfach in dem Glauben an Anne Reinach diese Kraft des Kreuzes Christi erkannt. Sie hat in den nächsten Jahren, ich überspringe das ein bisschen, weil Sie sie alle kennen, zwei etwas oder ziemlich enttäuschende Beziehungen, die sie sich anders gewünscht hätte. Sie hatte 4 versuchte Habilitationen, die gescheitert waren. Ihre Arbeit mit Edmund Husserl hat sie beendet, weil sie davon auch sehr frustriert irgendwann war und hat generell auch, beschreibt sie, sehr zurückhaltend immer, aber deutlich spürbar doch tiefe innere Krisen gehabt, auch zwischen den Jahren 1916 bis 1920. Als sie sich dann entschieden hatte, Christin zu werden, sie hat sich taufen lassen, wollte ja auch eigentlich, für sie war ja klar, sie möchte gleich in den Karmel eintreten. Sie hat es aufgeschoben wegen ihrer Mutter, um die große Enttäuschung, die ihre Mutter auch dadurch erleben würde, ihr jetzt nicht zuzumuten. Sie hat in den 1920er, 30er Jahren, sie war sehr aktiv, sie war politisch sehr aktiv, sie war sehr aufmerksam zum Zeitgeschehen, natürlich wie alle anderen auch das aufkommende nationalsozialistische System erlebt. Die meisten oder sehr viele ihrer Freunde waren jüdisch. Sie hat in der Familie mitbekommen, wie es zunehmende Repressionen gab. Manche sind emigriert und ausgewandert. Und immer mehr wächst in ihr die geistliche Erkenntnis, dass, Zitat, nicht die menschliche Arbeit uns erlösen kann, sondern das Leiden Christi. Sie schreibt in einem Brief, nach jeder Begegnung, in der mir die Ohnmacht direkter Beeinflussung fühlbar wird, verschärft sich mir die Dringlichkeit des eigenen Holocaustum. Sie verwendet das Wort Holocaustum im Sinne von ganz Hingabe, Brandopfer. Es war ja natürlich 1930 noch kein geprägter Begriff, wie wir ihn heute haben. Aber dass wir im Hier und Jetzt stehen, um unser Heil zu wirken und dass derer, die uns auf die Seele gelegt sind, daran kann kein Zweifel sein. Und mich beeindruckt dieses Zitat auch, dass sie von der Ohnmacht direkter Beeinflussung redet. Sie war Lehrerin, sie war in der Mädchenbildung sehr aktiv, sie war in der Politik aktiv. Sie war wirklich jemand, die sich mit ganzer Kraft immer um die anderen auch gekümmert hat. Und die Ohnmacht in diesem ganzen Weltgeschehen wird einfach immer größer. Und sie weiß trotzdem, es ist unsere Verantwortung, unser Heil zu wirken und das von denen, sie sagt, die uns auf die Seele gelegt sind, für die wir verantwortlich sind, und sucht nach einem Weg, wie man dieses Leiden tiefer aufgreifen kann, als es in der direkten Beeinflussung noch kann. Und ihr wurde zunehmend im Gebet klar, dass es sein, Zitat, dass es sein, also Christi Kreuz ist,
das jetzt auf das jüdische Volk gelegt würde. Die meisten verstünden es nicht, aber die es verstehen, die müssten es im Namen aller bereitwillig auf sich nehmen. Ich wollte das tun, schreibt sie in ihrer Autobiografie, wie ich in den Kölner Kamel kam, im Rückblick. Wir sehen hier also immer mehr auch der Gedanke des stellvertretenden Leidens. Ich müsste es im Namen aller auf mich nehmen. Das für andere sein, das nimmt immer konkretere Formen an. Es war schon immer in ihrem Charakter und in ihrem Wesen angelegt durch ihre vertiefte Christusbeziehung, wird es immer deutlicher. Und sie schreibt, es gibt eine Berufung zum Leiden mit Christus und dadurch zum Mitwirken an seinem Erlösungswerk. Wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, so sind wir Glieder am mystischen Leib Christi. Christus lebt in seinen Gliedern fort und leidet in ihnen fort. Und das in Verbindung mit dem Herrn getragenen Leiden ist sein Leiden, eingestellt in das große Erlösungswerk und darin fruchtbar. Es ist ein Grundgedanke allen Ordenslebens, vor allem aber des Karmellebens, durch freiwilliges und freudiges Leiden für die Sünder einzutreten und an der Erlösung mitzuarbeiten. Ganz zentral ist hier ihr Gedanke des Mitwirkens am Erlösungswerk Christi. Sie sieht es auch als eine Würde fast, die Gott dem Menschen gibt, dass der Mensch mitarbeiten darf an der eigenen Erlösung oder am eigenen Heil, aber auch am Heil der anderen. Das ist eine ganz große Verantwortung, aber für sie ist es klar, dass wir durch das Mitarbeiten am Erlösungswerk Gottes, auch ein ganz großer Gedanke, dass der Mensch würdig ist und dass er so viel Verantwortung hat und dass es eben nicht egal ist, was er tut oder nicht tut. Und immer mehr kommt auch in Briefen ihre Motivation raus. Ich glaube, wenn du etwas mehr davon wüsstest, schreibt sie, wie viele Tausende jetzt zur Verzweiflung getrieben werden, dann würdest du dich danach sehnen, von ihrem Übermaß ihnen etwas von Not und Leid abzunehmen. Ich springe jetzt noch mal ein bisschen 1939. Schreibt sie ihr zweites Testament. Im Karmel war es üblich, ein geistliches Testament an die Oberin zu schreiben. Und da schreibt sie, schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligen Willen mit Freuden entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leiden und Leben und Sterben annehmen möchte, zu seiner Ehre und Verherrlichung, für alle Anliegen des heiligsten Herzens Jesu und Marie und der heiligen Kirche, zur Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes und damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit, für die Rettung Deutschlands und den Frieden in der Welt, schließlich für meine Angehörigen, Lebende und Tote und alle, die Gott mir gegeben hat, dass keiner von ihnen verloren gehe. Ich kannte dieses Testament schon ganz lang. Mir ist es dann, ich habe es bei Frankl vorhin erzählt, aufgefallen, wie ähnlich wie ähnlich das eigentlich ist, wie das, was Viktor Frankl Gott angeboten hat, sein Tod, sein Leiden, sein Sterben, dafür, dass andere überleben, dass es weniger Leid für seine Angehörigen gibt. Ihr Leben endet dann wahrscheinlich am 9. August 1942. Sie wird am 2. August 1942 aus dem Karmel abgeholt mit ihrer Schwester und vielen anderen Ordensleuten damals aus Holland. Das waren ein paar Punkte biografisch, die ich nennen wollte, einfach auch, um nochmal zu verdeutlichen, dass das keine, sie saß nicht irgendwo und hatte Theorie darüber geschrieben, sondern dass es wirklich ihr Leben war, in dem sie das verwirklicht haben. Ich möchte vor allem nochmal auf die zwei Dimensionen des Umgangs Edith Steins mit dem Leiden hinweisen, und zwar die christozentrische und eine ekklesiologische, also die gemeinschaftliche Dimension. Beides hängt für sie ganz eng zusammen. Weil Christus für uns am Kreuz gelitten hat, um uns zu erlösen, gehört das in der Nachfolge Christi für die Christen eben auch zum christlichen Leben. Das war ihr, wie wir in den Zitaten gesehen haben,
immer sehr deutlich. Sie schreibt zum Beispiel auch in dem bekannten Text Das Weihnachtsgeheimnis: Wer Christus angehören will, muss das ganze Christusleben mitleben, das ganze Mannesalter Christi erreichen. Sie zieht also ganz schnell den Bogen von der Krippe zum Kreuz. Und zu dieser Nachfolge Christi gehört für sie ganz wesentlich das aktive Fürsein, das Sein für andere, mit denen wir gemeinschaftlich verbunden sind. Und zwar ist es so, weil wir Personen sind, vielleicht noch mal ein kurzer philosophischer Einschub. Personsein hat bei Edith Stein wesentlich zwei Komponenten. Das ist zum einen, wie sie es nennt, das freie geistige Aktzentrum als Personenmitte, und die Gemeinschaftsfähigkeit gehört wesentlich in ihren Personenbegriff rein. Also Person ist immer schon relational. Die aktive und geistige Selbstentfaltung ist nicht auf ein fertiges oder gar isoliertes Selbstsein angelegt, sondern ist ad alteram auf Wahrheit, auf anderes Sein, auf Seiendes, auf menschliche und göttliche Personen angelegt. Und auch da kam mir jetzt, das ist ganz ähnlich wieder wie das, was wir vorhin bei Viktor Frankl gehört haben, das Transzendieren, das Selbstüberschreiten auf anderes hin, auf andere Menschen, auf eine größere Sache, gehört auch für ihn ganz wesentlich zum Personsein dazu. Zurück zum christologischen: Christus ist also für uns in seiner Stellvertretung, aber so, dass er uns befähigt und beruft, mit ihm für andere da zu sein. Was auch heißt, philosophisch gesprochen, wieder die Person zu werden, die wir sind. Also Dynamik versus Struktur. Auch hier höre ich schon wieder ein bisschen Frankls anders sein können. Der Mensch kann immer auch ein anderer werden durch. Für Edith Stein ist es eine der höchsten Berufungen des Menschen, am Werk Gottes teilhaben zu dürfen. In Erkenntnis und Tun und hier dann ganz speziell Christus das Kreuz tragen zu helfen für andere. Und zwar aus Liebe, die sich in dem Fall als Leiden ausdrückt. Und vielleicht muss ich hier nochmal kurz betonen, unser Thema ist jetzt Leiden und wir haben das Wort sehr, sehr oft gehört, aber es ist trotzdem wichtig, nochmal zu betonen, dass niemals, bei Edith Stein sowieso auch nicht, niemals das Leiden selbst weg ist, niemals das Leiden das Erlösende ist, sondern die Liebe, um deren Willen Leiden in Kauf genommen oder angenommen werden muss. Das ist Ihnen vielleicht sowieso selbstverständlich, aber mir scheint, man muss das immer mal wieder auch sagen, damit man da nicht in was Pathologisches auch abgleitet, nicht das Leiden erlöst, sondern die Liebe. Und der zweite wesentliche Teil neben dem Christologischen, das Gemeinschaftliche, das Ekklesiologische, das, was schon immer ihr wichtig war, die Solidarität unter den Menschen, dass sie sagt, klar gehe ich, wenn Krieg ist, aus Solidarität mit meinem Volk, mit meinen Kollegen, leiste ich meinen Teil. Das wird einfach konkreter nach ihrer Hinwendung zum Christentum, zum ekklesialen Leben. Es bekommt eine konkretere Ausrichtung, wenn sie schreibt: Was bedeutet das für den Christen und die Einheit der Menschen untereinander? Wenn Christus die Kirche als sein Volk will, dann deshalb, damit jeder vor Gott für den anderen die Verantwortung übernimmt. Und ich sage es nochmal, weil ich finde das Zitat wirklich was Großes eigentlich. Dann deshalb, damit jeder vor Gott für den anderen die Verantwortung übernimmt. Und schließe hier auch nochmal dann mit Edith Stein ab. Also diese zutiefst von ihr innerlich angenommene Stellvertretung mit Christus ist für sie der Sinn, den sie ihrem Leiden gibt. Das Hineinstellen des eigenen schweren Schicksals in den größeren Kontext der Erlösung vieler. So verwirklicht sich für sie, auch für sie der Sinn ihres Daseins, ihrer ganz eigenen Berufung, die sie immer als groß angesehen hat, für die sie immer auch sehr dankbar war, der Sinn eben in der Hingabe ihrer selbst und letztlich ihres Lebens als eine Proexistenz in und mit Jesus Christus. Ein bisschen als Resümee, das habe ich auch schon am Eingang gesagt, ich war überrascht, als ich mich mit beiden mehr beschäftigt habe, wie viele ähnliche Gedanken oder ja, Wahrheiten man auch findet. Ich meine, dass man bei beiden auch einen ähnlichen Umgang mit notwendigem Leiden erkennen kann.
Ich dachte am Anfang, der große Unterschied sei, weil Viktor Frankl immer sagt, abwendbares Leiden muss man so viel man kann abwenden. Nicht notwendiges Leiden muss man, wenn man es kann, eben lindern. Völlig richtig. Und er unterscheidet ja eben natürlich zwischen notwendigem und nicht notwendigem Leiden. Und ich dachte, vielleicht sei der große Unterschied der Schritt, den man quasi nur im Christlichen oder mit Christus gehen könnte, diese Art von freiwilligem auf sich nehmen des Leidens, das wir bei Edith Stein eben ganz stark auch sehen. Jetzt habe ich aber, vielleicht wusste ich es auch einfach nicht, habe erst vor ein paar Wochen entdeckt bei Viktor Frankl einen Absatz. Er äußert sich nicht groß dazu, er ist kein Theologe, er ist auch kein Christ, er bleibt normalerweise in seiner Methode. Ich habe aber einen Absatz gefunden, in dem er ganz bewusst das Martyrium von großen Heiligen auch als notwendiges Leiden einstuft. Und zwar notwendig, weil dieses Leiden auch wieder angenommen wird, um eines größeren Willens, um Gottes Willens, um einer größeren Liebe willen. Also da war ich etwas erstaunt, wie weit er doch geht zu dem, was auch im Christlichen für wahr gehalten wird. Also kurzer Exkurs, ist nicht so notwendig. Ja, also Martyrium ordnet auch er unter notwendigem Leiden ein. Beide sehen die Hingabe aus Liebe als letzte Sinnerfüllung des menschlichen Lebens auch noch im Leiden. Bei Franke ist es eben Hingabe an eine geliebte Person, an eine Sache oder auch an Gott. Bei Edith Stein wird es zunehmend christozentrisch verstanden, als Nachfolge Jesu Christi und Mitwirken an seinem Erlösungswerk. Bleibt Frankl, wie er es als Arzt ja auch sollte, meist ganz im Humanwissenschaftlichen, hält seine zugrunde liegende Anthropologie doch an der wesentlichen Transzendenz des Menschen, einem Überschreiten seiner selbst hin auf einen Übersinn, hin auf Gott zur vollen Selbstverwirklichung fest. Was, also es geht ja auch nicht darum, jetzt beide über einen Kamm zu scheren, aber zum Beispiel ein bleibender Unterschied, den ich hier nur kurz erwähnen möchte und der ja auch in der Disziplin der beiden liegt, ist zum Beispiel die Rolle der Gnade. Das wäre auch nochmal ein ganz eigenes Thema natürlich, die für Edith Stein wesentlich ist, für jedes ergriffen werden vom Absoluten, wie sie es nennt. Also das Absolute ergreift mich, das ist etwas, was ich nicht, wo ich nicht von mir aus hin gelangen kann. Dieses Ergriffenwerden des Absoluten, wo der Mensch rein von sich aus nicht hingelangen kann, diese Dimension hat Frankl nicht oder thematisiert sie auch nicht, sondern er macht das Vermögen des menschlichen Geistes, sich selbst zu überschreiten, sehr, sehr stark. Da kommt im Christlichen natürlich noch ein Gnadenaspekt dazu. Und mir scheint auch ein bisschen der Gemeinschaftsaspekt des Leidens, also gerade die kirchliche Dimension, der mystische Leib Christi, der für Edith Stein so wesentlich ist, scheint bei Frankl sich entweder nur auf das direkt Zwischenmenschliche oder das Vorbildhafte zu beziehen. Also das Vorbildhafte im Sinn von dem ersten Zitat der besonderen Menschen, die er erlebt hat und die das Beispiel dafür sind, dass man sich selber überschreiten kann. Ganz unbestritten ist es ja aber sein bleibendes Verdienst, den Sinnhorizont auch in schweren Leiden für jeden Menschen wieder für unbedingt erreichbar zu halten. Also seine Schülerin Elisabeth Lukas hat immer wieder gesagt, er ist ein Anwalt des leidenden Menschen. Ja, und ich würde jetzt gerne noch mit einem Zitat aus der Enzyklika Salvifici Doloris von Johannes Paul II. Schließen von 1984. Er war ja auch selber ein großer Kenner von Edith Stein und schätzte sie auch sehr. Und er hat eben eine ganze Enzyklika geschrieben über die heilsame Dimension des Leidens. Und da schreibt er von der Freude, mit der ich nämlich auch schließen möchte. Von solcher Freude spricht der Apostel im Kolosserbrief. Also Paulus Zitat. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Quelle der Freude wird die Überwindung des Gefühls von der Nutzlosigkeit des Leidens. Eines Gefühls, das mitunter sehr stark im menschlichen Leiden verwurzelt ist.
Das Leiden verzehrt nicht nur den Menschen innerlich, sondern macht ihn wohl auch zu einer Last für andere. Der Mensch sieht sich dazu verurteilt, von den anderen Hilfe und Beistand zu erhalten und kommt sich selbst zugleich als unnütz vor. Die Entdeckung des heilbringenden Sinnes eines Leidens in Gemeinschaft mit Christus verwandelt dieses niederdrückende Gefühl. Der Glaube an die Teilhabe an den Leiden Christi bringt die innere Gewissheit mit sich, dass der leidende Mensch, Zitat, ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Dass er in der geistlichen Dimension des Erlösungswerkes wie Christus dem Heil seiner Brüder und Schwestern dient. Damit ist er also nicht nur den anderen nützlich, sondern erfüllt zudem noch einen unersetzlichen Dienst. Im Leib Christi, der vom Kreuz des Erlösers her unaufhörlich wächst, ist gerade das vom Opfergeist Christi durchdrungene Leiden der unersetzliche Mittler und Urheber für das Heil der für das Heil der Welt unerlässlichen Güter. Mehr als alles andere bahnt es der Gnade den Weg, die die menschlichen Seelen verwandelt. Mehr als alles andere lässt es in der Geschichte der Menschheit die Kräfte der Erlösung gegenwärtig werden. In jenem kosmischen Kampf zwischen den geistigen Kräften von Gut und Böse, von dem der Epheserbrief spricht, bilden die mit dem Erlöserleiden Christi verbundenen Leiden des Menschen eine besondere Unterstützung für die Kräfte des Guten, weil sie dem Sieg dieser heilbringenden Kräfte den Weg eröffnen. Vielen Dank.